Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie Alice Weidel bei Sandra Maischberger systematisch benachteiligt wurde, ihr dauernd ins Wort gefallen wurde. Außerdem soll es noch darum gehen, was Alice Weidel noch hätte tun können, aus meiner Sicht. Viele schauen bei YouTube wahrscheinlich nur den Teil mit Alice Weidel, deswegen möchte ich auch den Rest der Sendung kurz zusammenfassen. Die Sendung bei Maischberger besteht immer aus einer Jury aus 3 Leuten und Interviewgästen. Es wird dabei suggeriert, dass sie die Pluralität, die in der Gesellschaft vorhanden ist, widerspiegeln. Es war ja nicht so, dass Alice Weidel allein interviewt wurde, sondern sie wurde in eine Art Duell eingeladen mit Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Dieses Streitgespräch fand ganz am Ende der Sendung statt. Was viele auch alternativ denkende Leute noch nicht verstanden haben aus meiner Sicht ist, dass wir es mit einem mehrstufigen System zu tun haben, die Leute auf unterschiedlichen Ebenen abgeholt werden sollen. Die erste Ebene ist die FDP. Sie ist bei den Corona-Maßnahmen scheinbar kritisch. Die Leute denken jetzt, okay, ja, die FDP, die will noch die geringsten Corona-Maßnahmen. Ihnen können wir am ehesten vertrauen. Und wenn Sie jetzt für den Ukraine-Krieg sind, dann ist das schon ein Beweis dafür, dass es alternativlos ist. Dass es alternativlos ist, Waffen zu liefern und Sanktionen zu machen. Es gibt außerdem Leute wie Gabor Steingart. Sie suggerieren in Sendungen wie Maischberger Pluralität bei vielen Themen. Auch er spricht sich jetzt ganz klar für Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Also er betreibt hier regelrecht Werbung für Waffen. Viele haben Steingart gemocht für alternative Positionen und denken, ja, er ist jemand, der streckt den Kopf aus dem Fenster, der bezieht auch mal alternative Positionen, ihm können wir vertrauen. In der nächsten Stufe kommen dann Leute wie Boris Reitschuster. Boris Reitschuster hat wirklich sehr gut und kritisch in der Corona-Krise berichtet. Im Ukraine-Konflikt verschweigt er hingegen systematisch die wichtigen Fakten. Bringt wichtige Zusammenhänge nicht. Dabei geht es gar nicht darum, wie gut man Putin findet oder wie schlecht man ihn findet, wie gut man Russland findet, sondern es geht darum, dass man über die wichtigen Dinge berichtet oder nicht. Und dazu gehören wichtige Hintergründe, wie mit Leuten in der Ostukraine seit 2014 umgegangen wird. Und beispielsweise, dass ein Interview mit einer Zivilistin aus Mariupol vom Spiegel komplett umgekehrt wurde. Dass sie beschrieben hat, dass das Azov-Bataillon sie festgehalten hat. Und der Spiegel ist dann genau verkehrt, dass die Russen sie festgehalten hätten und dass sie durch die Russen nicht aus Mariupol rausgekommen wäre oder aus dem Azov-Stahlwerk rausgekommen wäre. Das ist ein Skandal, der den Rolotius-Skandal bei weitem übertrifft. Nicht mal Boris Reitschuster hat darüber berichtet. Genauso ist es mit der Jungen Freiheit. Die Junge Freiheit berichtet Schein pro AfD. Sie hat aber immer Jörg Meuthen und den scheinbar moderaten Flügel unterstützt und den Flügel schlecht dargestellt. Und damit die Spaltung in der AfD befördert. Auch in der Jungen Freiheit werden wichtige Dinge nicht aufgegriffen. Beispielsweise, dass in Donetsk täglich Zivilisten beschossen werden, dass die Ukraine wahllos zivile Ziele angreift und auch Hintergründe, dass 2019 ein hoher Geheimdienstoffizier in der Ukraine gesagt hat, ja, wir bereiten uns auf den Krieg vor, denn wir wissen, dass er kommt, weil wir uns an das Waffenstillstandsabkommen nicht mehr halten. Das sind ganz entscheidende Meldungen, die darlegen, dass die Ukraine seit 2019 es darauf anlegt, Krieg zu führen. Hier kommt es jetzt auch zu einem entscheidenden Punkt, wo die AfD-Position zu kritisieren ist, dass man pauschal sagt, es handelt sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Aus meiner Sicht ist das zu pauschal und das ist juristisch. Es ist bei weitem nicht so klar, wie auch die AfD das darstellt. Zunächst muss man wissen, dass bei der Wahl 2010 90% der Ostukraine, also stellenweise noch höher, für Janukowitsch gestimmt haben, wohingegen die Westukraine für Timoschenko gestimmt hat. Das heißt, den Ostukrainern wurde ihr Präsident sozusagen weggenommen. Damit können sie nicht einverstanden sein. Als 2014 Unruhen entstehen deswegen, hat der nachfolgende Präsident Poroschenko angekündigt, deren Kinder werden in Bunker leben, so werden wir den Krieg gewinnen. Das ist das Zugeständnis, dass systematisch Kriegsverbrechen begangen werden. Weil nichts anderes ist der wahllose Beschuss der Zivilbevölkerung, der auch von der OSZE dokumentiert wurde. Den Ostukrainern wurde eine föderale Struktur verweigert. Russisch als zweite Amtssprache verweigert, obwohl die Mehrheit dort Russisch als Muttersprache spricht. Es wurden willkürlich Renten und Gehälter nicht ausgezahlt. Warum ist diese Aufzählung so wichtig? 2010 gab es ein Urteil, das sogenannte Kosovo-Urteil, nach dem Landesabschnitte, in denen die Bevölkerung die Unabhängigkeit will, ihr das zusteht. Wenn man sich diese ganzen Fakten betrachtet seit 2014 und vor allen Dingen auch, dass keine Änderung in Sicht ist, so kann eigentlich kein Zweifel bestehen, dass die Mehrheit der Ostukrainer diese eigenen Staaten haben will. Hier wird das ausgeschwiegen oder hier wird der Eindruck erweckt, dass er alles von Russland gesteuert. Wenn man sich jetzt aber diese Fakten anschaut, wie mit der Bevölkerung dort umgegangen wird,
dann kann kein Zweifel daran bestehen, dass diese Leute ihre eigenen Staaten haben wollen. Und das ist rechtlich hochrelevant, weil wenn diesen Leuten ihre Staaten zustehen, eigentlich schon seit 2014, spätestens seit 2019, nachdem die Ukraine offen angekündigt hat, sich nicht ans Waffenstillstandsabkommen halten zu wollen, dann ist plötzlich die Ukraine der Angreifer und nicht Russland. Weil sie im Februar den Beschuss verstärkt haben und dann ist Russland der Verteidiger, weil diese Staaten, die ja nach dem Gerichtsurteil Staaten sein dürfen, Russland zu Hilfe gerufen haben. Dieser Sachverhalt müsste auf jeden Fall offen diskutiert werden. Sowohl bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber vor allen Dingen natürlich auch in der AfD. Wenn dieses Wissen an die Bevölkerung weitergegeben wird, dann fällt auch das Narrativ zusammen, die Glaubwürdigkeit des Narrativs, dass Russland alle möglichen Länder angreifen will. Was ja das Hauptargument dafür ist, die Ukraine mit Waffen zu beliefern. Weil man sagt am Ende, Russland greift uns alle an, wenn sie mit der Ukraine fertig sind. Man kann ja immer noch sagen, man ist gegen Gewalt und man ist gegen Krieg und man ist dagegen, dass Russland angegriffen hat. Aber man sollte das vorsichtiger sagen und diese Fakten mitbenennen, dass es Gründe gibt und dass es juristisch vielleicht nicht ganz so klar ist. Außerdem kann man die Aufmerksamkeit darauf lenken, der Kosovo soll unabhängig sein, aber die Donbass-Staaten nicht. Je nachdem, wie es passt. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Die Mehrheit der Deutschen möchte tatsächlich nicht kaltblütig in eine Auseinandersetzung gehen. Nicht wie die Amerikaner schon vorher ankündigen, jetzt bei Taiwan. Wir gehen auf jeden Fall mit Militärs rein. Die Deutschen wollen sich aus dem Konflikt raushalten, am liebsten ehrlich gesagt auch die Wirtschaftssanktionen beenden. Insofern glaube ich, hat er bei diesem Thema die Zustimmung, ob er deswegen recht hat. Das ist als politischer Beobachter würde ich was anderes empfehlen oder auch was anderes erwarten tatsächlich als verantwortungsbewusst. Aber er schwimmt hier mit dem Mainstream, der da sagt, das ist nicht unser Krieg. Ist das etwas, was Sie teilen würden? Also Sie, alle Deutschen, auch Oliver Kalkofe? Nein, ich kann es nicht teilen, aber das ist halt, es ist halt so schwer, wie man da richtig drauf antwortet, ohne dass man irgendwie das falsch sagt, ja, oder dass es falsch verstanden wird, weil das ist halt einfach natürlich so. Ich sag mal, es ist ganz klar, die Angst. Ich sag jetzt mal, Sie sind Generation Kriegsdienstverweigerer. Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Schätze ich mal, ne? Ich bin vom Herzen her absoluter Pazifist. Ja. Das bedeutet aber, man möchte nicht selber in eine Kriegshandlung hineingehen. Aber ich finde, es ist ein großer Unterschied, wenn man angegriffen wird. Und das ist also auch, wenn man es einfach mal nur vergleicht, wenn man auf dem Schulhof oder in der U-Bahn oder sonst was angegriffen wird, dann hofft man auch, dass einer, wenn Leute dabei sind, helfen und nicht zugucken und sagen, das ist nicht mein Kampf und da habe ich nichts mit zu tun. Und da ist es dann in dem Moment auch egal, ob man vielleicht den anderen provoziert hat oder nicht. Aber wenn einer unbewaffnet von einer Gruppe stärkerer angegriffen wird, dann muss man erst einmal helfen. Und das ist die Situation. Hier ist das natürlich nicht so einfach, weil es geht hier um eine ganze um Nationen und Tausende von Menschen, aber trotz alledem glaube ich nicht, dass wir wegschauen können und ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist, dann wegzuschauen und dann doch den natürlichen Egoismus, sage ich mal, walten zu lassen, zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun, wir dürfen da nicht drunter leiden. Es ist eine verdammt schwierige Situation, aber ganz einfach von meinem Gefühl her, glaube ich, steht an erster Stelle, dass man helfen muss. Herr Falzer. Weil wir gerade bei den Kriegsdienstverweigern waren, ne? Also da gab es, glaube ich, soweit ich mich erinnere, auch immer diese Frage, also wenn aber Ihre Frau oder Ihre Freundin gerade vergewaltigt. Du gehst im Wald spazieren mit deiner Freundin, es kommt aus dem Gebüsch einer, der hat ein Maschinengewehr. Ja. Was machst du? Genau. Und dann war der vergewaltigt die Freundin und lässt das Maschinengewehr liegen. Nimmst du es oder nicht? Das war die Frage. Genau. Also greifst du dann an oder nicht? Und die Antwort war Wirtschaftssanktionen. Ja, genau. Ich versuche mit ihm vernünftig zu reden. Entschuldigung, Frau Falzer, ich habe Sie unterbrochen. Nein, ganz gut. Aber ich glaube, letztendlich diese Situation jetzt sehr überspitzt natürlich, aber also da ist ein Krieg im Gange und Herr Scholz telefoniert, was ich befürworte, 90 Minuten lang mit Putin. So weit, so gut. Aber ich glaube, selbst dem größten Pazifisten ist klar, damit ist dieser Krieg nicht beendet. Und ich kenne keinen Krieg, der beendet wurde ohne Waffeneinsatz. Also wir müssen da natürlich das überfallene Volk, das unterlegene Volk, dem müssen wir doch helfen. Wir können doch nicht einfach sagen, ja, wir halten uns da raus.
oh, ist mir alles unangenehm. Und sich verteidigen hat auch nichts mit Kriegstreiberei zu tun, was dann immer wieder so gerne benutzt wird als Begriff, sondern das ist Verteidigung. Es war schon relativ früh im Frühjahr erkennbar, dass die ursprüngliche russische Zielsetzung, nämlich sozusagen die Ukraine als eine unabhängige Nation auszulöschen, sie zum Wurmfortsatz Russlands wieder zu machen, zu einem Vasallen, dass diese Rechnung nicht aufging. Das sind immer noch schätzungsweise 20% des ukrainischen Territoriums in russischer Hand. Mit anderen Worten, dieser Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Und wir hören eben heute, dass es in diesen besetzten Gebieten Referenden geben soll über die Frage Beitritt zu Russland oder nicht. Der ehemalige Ministerpräsident Herr Medvedev, jetzt ist er stellvertretender Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, sagt dazu heute, nach ihrer Durchführung, also nach der Durchführung dieser Referenden und der Aufnahme der neuen Territorien in den Bestand Russlands, nimmt die geopolitische Transformation in der Welt unumkehrbaren Charakter ein. Ein Eindringen in russisches Territorium ist eine Straftat, die es erlaubt, alle Kräfte zur Selbstverteidigung zu nutzen. Sagt er damit, wenn dann die Ukraine mit dem Militär Gerät des Westens weiterhin versucht, die Gebiete zurückzuerobern, greifen sie russisches Territorium an? Das ist die Behauptung. Aus meiner Sicht pfeift jetzt nicht Dmitri Medvedev, aber pfeift Russland mit diesen Sprüchen und Klopfereien auf dem allerletzten Loch. Wir haben zu Nord Stream 2 gesagt, wird nicht in Betrieb genommen. Daraufhin hat der andere gesagt, dann ist Nord Stream 1 auch tot. Wollen wir das ganz kurz, aber Nord Stream 2 haben wir nicht in Betrieb genommen. Nord Stream 1 haben wir abgeschaltet. Hat er dann abgeschaltet als Gegenzug. So, das wollte ich nur wissen. Das war der Gegenzug sozusagen. Okay, ne? Wir haben das eine getan, er das andere getan. Hartz IV, die kriegen demnächst Bürgergeld. Denen wird ja sogar noch die Heizung bezahlt. Absolut. Ja. Aber was ist mit all denen, die ganz kurz drüber liegen? Ja, die etwas über dem Hartz IV-Niveau liegen. Natürlich haben die Angst und ich kann das total verstehen. Aber der erste Punkt ist mir schon wichtig, den Sie gesagt haben. Also das ist die deutsche Verantwortung, ist eben nicht in diesem Krieg. Das ist etwas, was ich Ihnen gerne geben würde. Also Frau Weidel sagt, der Krieg ist nicht unser Krieg, haben Sie jetzt auch gerade im Bundestag gesagt. Ist dieser Krieg unser Krieg oder nicht? Ja, wenn man, weil es gibt ja viele Kriege, um den Punkt aufzunehmen, in denen sich die Bundesregierung nicht einmischt. Warum in dieser Krieg ist mitten in Europa. Dieser Krieg wendet sich gegen unsere wertebasierte Welt. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg ist die UN entstanden, gerade aufgrund der grauenvollen Morde im Zweiten Weltkrieg, dass es nie wieder ein starkes Land, ein schwaches überfällt, Grenzen einfach überrennt und der Stärkere dann auch noch Erfolg hat, also auch noch Erfolg hat dahingehend, was er macht. Und insofern ist das eine Situation, die geht uns etwas an, weil, wenn man die Schriften auch von Putin liest, wendet es sich an das ukrainische Volk, die ums Überleben kämpfen. Aber es geht letztendlich um die freie, um die demokratische Welt, um die wertegebundene Welt, um die, wo es Menschenrechte gibt. Und deswegen können wir nicht weiter zuschauen. Es ist schon tragisch genug, selbstkritisch, dass der erste Ukraine-Krieg in der Ostukraine, das dürfen wir ja nicht vergessen, seit 2014 tobt, über 15.000 Menschen ums Leben gekommen sind, so leicht unter der Oberfläche auch gar nicht mehr berichtet wurde. Schon 2015 hätten wir deutlicher reagieren müssen. Das war die Blaupause dessen, was heute passiert. Ihr Argument. Also Frau Strack-Zimmermann möchte mit dieser Linie Deutschland zum Kanonenfutter machen. Und diese Linie kann man überhaupt gar nicht vertreten. Deutschland wird hier wirklich vor die Kanone gebunden von etwas, was uns nicht, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir schon sehr gut bei Ihnen vorstellen. Ja. Ja. Das tut mir auch dann teilweise sachliche Auseinandersetzung. Richtig, genau. So Deutschland, das müssen Sie der Kollegin sagen. Also Sie waren stehen geblieben beim Kanonenfutter. Ja. Beim Kanonenfutter. Ja. Sie wollen dieses Land ausliefern und Sie schaden diesem Land mit Ihrer Politik. Und dass Sie dann natürlich daran ein Interesse haben, das ist mir auch völlig klar, weil Sie eine Lobbyistin der Rüstungsindustrie sind. Sie können überhaupt gar nicht sagen, ach, wir gehen jetzt mal in Friedensverhandlungen. Nein, Sie wollen nämlich die Rüstung ausweiten. Und ich halte das für einen völlig falschen Weg. Verstehe natürlich auch Ihre Interessenlage, aber Sie
betonen nicht einmal, dass sie einem Interessenkonflikt unterliegen. Und das halte ich für fatal. Das halte ich für fatal für Ihre Politik, als auch fatal für die Politik der Ampelregierung. Wissen Sie, Frau Weidel, ich weiß ja nicht, wann Sie in Ihrem Leben falsch abgebogen sind. Aber eindeutig ist das so. Ich würde trotzdem gerne das Argument, es gibt zwei Argumente. Ja. Ich finde, eine Lobbyistin der Rüstungsindustrie. Ja, ich baue die Waffen, Sie sind in Vereinen, in Einschlägen, so wie Ihr Kollege, der, es geht um das Heer, es gibt Freundeskreise für die Einzelnen, auch fürs Heer, wo Ihr Kollege auch drin ist, aber das wissen Sie wahrscheinlich nicht so wenig, wie Sie wissen, dass Sie Ihre unabhängig. Kollegen gerade in die Ostukraine auf Kosten Russlands reisen wollten, um sich mal eine Kaffeefahrt zu erlauben, um zu schauen, was da ist. Wussten Sie, glaube ich, auch nicht. Also Sie sind in einem eingetragenen Verein, der unterstützt das Heer. Daraus, sagen Sie, ist der Vorwurf gerechtfertigt. Es ist eine Lobbyistin. Frau Meisberger, es geht Frau Weigel ja gar nicht, was richtig und falsch ist. Es geht Ihnen nur darum, ein Szenario aufzubauen, 2014 Annexion der Krim, dann kam der Ukraine-Krieg, dann kamen die Flüchtlinge 2015, dann kam Corona. Ihre Politik basiert auf dem üblen braunen Humus, den Sie brauchen, damit Sie überhaupt ankommen. Und das Interessante ist, dass Ihre Kollegen sich darüber unterhalten haben. Blöderweise war das Mikro noch an und jeder konnte hören, wie der eine sagte, was ist denn, wenn der Herbst gar nicht so schlecht wird? Und dann reagiert Ihr Kollege darauf und sagt, ja, das wäre blöd, dann braucht man die AfD nicht mehr. Und das ist das Tragische, dass Sie im Grunde genommen ein Szenario herbeiführen, um Menschen zu verunsichern. Meine Politik ist nicht Menschen zu beängstigen, das Szenario zu verängstigen. Haben Sie selbst herbeigeführt zum meine Staat Politik der deutschen ist, Dinge zu erklären. Und im Gegensatz und zu Ihnen, Frau Weigel, habe ich ein Wertegerüst dahingehend, dass ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen nie zugucken werde, wie ein Mann wie Wladimir Putin Menschen umbringt. Und ich wiederhole mich. Zum Schaden unseres Frauen Landes. Vergewaltigt. Sie sind Mutter, Sie haben Kinder. Frauen vergewaltigt. Kinder verschleppt, damit sie nie wissen, dass sie in der Ukraine geboren sind. Tausende von Kindern. Wir haben nicht mal die Regeln in diesem Krieg, dass Flüchtlinge geordnet das Land verlassen können. Wissen Sie, Frau Weigel, es gibt einfach Dinge, die entsprechen nicht meinem Wertekonsens. Gut, der Punkt ist, glaube ich, angekommen. Ich halte jetzt einfach mal an diesem Punkt fest. Also Sie sind der Meinung, dieser Krieg geht uns was an, weil das eben mit uns etwas zu tun hat, mit unseren Werten, aber auch mit unserer sicherheitspolitischen Lage. Wenn wir Putin nicht stoppen, stimmen dem Frau Maischberger, nicht wenn wir ihn nicht wir stoppen, haben Moment, Deutsche, jetzt und sofort wir militärisch, haben, ja, dann wird er als nächstes in die Westukraine gehen. Irgendwann ist das Baltikum dran. Würden jetzt Sie das bitte noch nehmen, Schluss. Das Argument, dass, wenn wir Putin jetzt nicht stoppen, er weitergeht? Das Argument, wenn Sie das bitte noch mal beantworten aus Ihrer Sicht. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Und vor allen Dingen, Frau Strack-Zimmermann hat ja jetzt sehr schön das Wertegerüst hier aufgezählt. Meine Zielsetzung und mein Wertegerüst, und das erwarte ich auch von der deutschen Bundesregierung und auch von jemandem, der in dieser Position sitzt, als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, dass Sie die Interessen unseres Landes vertreten. Und Sie machen genau, jetzt darf ich auch reden, Sie reden nämlich schon die ganze Zeit. Beide reden die Und zwar die Interessen unseres Landes zu vertreten. Und das tun Sie ja gerade nicht. Das Szenario, das muss man gar nicht mehr zeichnen. Welches Szenario? Das Schreckensszenario, was Sie eben mir unterstellt haben, dass wir es aufzeichnen würden. Die Menschen sehen es auf ihren Stromrechnungen, verstehen Sie? Sie sehen es in den Läden, an der Inflation, an der Geldentwertung. Darf ich jetzt einmal ein Argument nach dem anderen? Das sind die Russland-Sanktionen. Ich bin total bei Ihnen. Falsch. Ich möchte mit Ihnen über die Russland-Sanktionen reden. Wir haben es auch heute schon getan. Ich möchte gerne trotzdem erst über den Krieg reden und dann über die Sanktionen, wenn Sie mir das gestatten. Deswegen würde ich darauf gerne bestehen, dass Frau Strack-Zimmermann sagt, wenn wir Putin, das ist jetzt einfach mal ein Argument, das nicht auf den Sanktionen, sondern auf dem Feld liegt, wenn wir ihn hier nicht stoppen, geht er weiter. Halten Sie das für völlig ausgeschlossen? Das ist meine Frage. Wir sollten auf jeden Fall diesen Konflikt, die Eskalationsspirale nicht noch weiter drehen, indem wir Waffen liefern und vor allen Dingen nicht Offensivwaffensysteme. Es sind ja gerade in der Diskussion Leopard
und Marder, das sind offensive Waffen. Und damit wären wir im Übrigen Einzelgänger. Kein einziger NATO-Staat diskutiert, Offensivwaffensysteme zu liefern. Frau Strack-Zimmermann möchte das ja gerne, aufgrund ihrer Interessenslage möchte sie das gerne liefern. Das muss man ja einfach sagen, das ist ja einfach so. Es wird nicht wahr, Und der Punkt ist, wir wären da wieder der Sonderling unter den NATO-Staaten. Und wir haben dem überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und es ist, ich sage es Ihnen, Frau Maischberger, eine kreuzgefährliche Situation. Gut. Was kann jetzt Alice Weidel in dem Interview machen? Sie hat natürlich Angst, wenn sie jetzt Meldungen aus Russland bringt. Beispielsweise, wie im Donbass die Bevölkerung attackiert wird, was hier alles verschwiegen wird. Dann sagt Maischberger, ist russische Propaganda. Sie verbreiten hier russische Propaganda. Aber was Alice Weidel machen kann, ist, sie kann die Widersprüche und das, was verschwiegen wird, die Zusammenhänge, die nicht beleuchtet werden, durch felsenfestigere Informationen aufzeigen. Sie kann erklären, es gibt ein Interview, das wurde vom Spiegel gefälscht. Die Öffentlich-Rechtlichen haben nicht darüber berichtet. Der Spiegel hat es zwar korrigiert, aber es war bei den gesamten Medien in Deutschland kein Thema. Dabei muss sie nicht sagen, das, was die Zivilistin gesagt hat, stimmt oder das, was Russland gesagt hat, stimmt. Sondern sie beleuchtet allein den Fakt, hier wurde ein Interview verdreht und darauf lenkt sie die Aufmerksamkeit. Und dabei bleibt sie. Und sie entlässt dann Maischberger nicht drauf, warum haben sie darüber nicht berichtet. Warum wird das in der Runde nicht berichtet, dass ein Interview um 180 Grad verfälscht wird in einem großen Medium, und das nicht thematisiert wird in Deutschland. Dass stattdessen das Azov-Bataillon schön geredet wird. Sie kann generell sagen, die Dinge, die in Russland berichtet werden, werden hier nicht thematisiert und totgeschwiegen. Sie muss nicht sagen, alles, was in Russland verbreitet wird in den Medien, würde stimmen. Sondern sie kann sagen, schwere Anschuldigungen, wie beispielsweise, wie es der Opposition in der Ukraine ergeht, wie die Ukraine mit allen umgeht, die nicht gegen Russland sind, das müsste in den Medien hier stärker thematisiert werden. Aber wenn ihr das alles zu gefährlich ist, sie kann immer noch jederzeit Meldungen westlicher Medien, unverrückbare Fakten, die im Internet nachprüfbar sind, Originaldokumente, kann sie hier präsentieren und damit das Narrativ zum Einsturz bringen. Man muss einfach die Fantasie haben, dass große Teile der Bevölkerung viele sich überhaupt nicht vorstellen können. Die gehen immer noch davon aus, 2014, das war eine demokratische Revolution. Die Demokraten haben gewonnen. Der korrupte Janukowitsch wurde durch den pro-westlichen, pro-demokratischen Poroschenko abgelöst. Und überhaupt ist seit 2014 in der Ukraine alles auf dem Weg zur Besserung. Alles geht in Richtung Demokratie, auch wenn es vielleicht noch nicht so gut ist. Und jetzt kommt Russland und denen passt es nicht. Es reicht zu schildern, was unverrückbar passiert ist. Jetzt stellt sich die Frage, warum macht die AfD das nicht? Warum macht Alice Weidel das in der Sendung nicht? Meine Vermutung ist, dass Alice Weidel weiß, dass wenn sie das macht, dann wird sie nicht wieder eingeladen oder dann wird es rausgeschnitten. Es ist aber so, dass die Macht der Medien endlich ist, nicht unendlich. Es ist vollkommen offensichtlich, dass in öffentlich-rechtlichen und in gesamten großen Medien die Interessen bedient werden, die große Thinktanks in den USA formulieren. Das heißt in diesem Fall Waffenlieferungen an die Ukraine. Verschweigen von allem, was gegen die ukrainische Führung spricht, seit 2014 mehr oder weniger. Seit 2020, seit 2019 vollständig. Warum laden jetzt die Öffentlich-Rechtlichen alles weiter in die Sendung ein? Wahrscheinlich deshalb, weil die AfD die Formulierung völkerrechtswidriger Angriffskrieg verwendet. Die Medien wissen ganz genau, oder Maischberger weiß ganz genau, mit dieser Positionierung kriegt sie Weidel dran. Gehört Wladimir Putin vor das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag? Unbedingt. Wenn er den Fuß aus seinem Land setzt, sollte er unbedingt abgeführt werden. Da müsste noch ganz andere davor. Aber das ist keine Antwort auf Putin. Gehört er davor oder nicht? Dass wir die Geschichte sehen. Das kann man heute noch nicht sagen. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriff, okay, ohne Frage. Aber wir wollen mal abwarten, wie diese Auseinandersetzung ausgeht und vor allen Dingen auch, wie wir uns dabei verhalten, ob wir uns verantwortungsvoll unserem Land gegenüber verhalten oder auch eben nicht. Gut, aber die Frage des Kriegsverbrechers, das wäre jetzt die, die ich jetzt als Erste mit Ihnen diskutieren würde. Also Frau Strack-Zimmermann hat gesagt, Putin ist ein Diktator und ein Massenmörder. Das würden Sie nicht unterschreiben? Nein. Das ist eine interessante Einschätzung. Putin hat diesen Krieg ausgelöst. Weidel bringt sich dadurch aus der Affäre, indem sie sagt, andere würden auch dahin gehören. Aber es ist natürlich schwierig, dann argumentieren zu können. Trotzdem aus meiner Sicht ist es sehr mutig von Weidel und sehr gut gewesen, die Antwort ja zu verweigern, dass Putin nach Den Haag gehen soll. Sie hat allein durch diese Antwort dem Narrativ stark widersprochen, auch wenn sie es inhaltlich nicht begründet hat.
es logisch nicht richtig begründbar ist für die Zuschauer. Es ist offensichtlich, dass in der ganzen Sendung von Maischberger das Narrativ, dass Waffen in die Ukraine gehen sollen, verbreitet wurde. Die drei neutral scheinenden Jurymitglieder sind alle für Waffenlieferungen. Dann kommt ein viertelstündiges Interview mit Ischinger, wo er auch eine Viertelstunde lang erklären darf, wie gut Waffen sind, wie bös Russland ist und dass man unbedingt Russland bekämpfen muss. Und erst ganz zum Schluss kommt alles weiter, nachdem das Publikum schon entsprechend eingestellt wurde und wird dauernd unterbrochen von Strack-Zimmermann. Und auch für Maischberger, teilweise mit der Ausrede, sie solle jetzt zu einem bestimmten Thema noch nichts sagen, das würde später im Interview kommen. Tatsächlich ist es so, dass Weidel nur später etwas länger zu Wirtschaftsthemen reden darf, aber nicht über das Narrativ, inwieweit Waffenlieferungen wichtig und richtig sind. Es ist jetzt aber so, dass Maischberger ja vorspielen will, es ist alles in Ordnung. Wir sind die Öffentlich-Rechtlichen, wir berichten ordentlich. Wir sind demokratisch, es ist alles in Ordnung. Und um dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, dürfen gewisse Grenzen nicht überschritten werden. Und hier aus meiner Sicht sind die Medien eigentlich chancenlos. Das, was die Öffentlich-Rechtlichen betreiben, das geht gegen Deutschland. Es ist vor allem die Führung der USA, die diesen Krieg maßgeblich befördert hat. Und wenn das eine Mehrheit der Bevölkerung versteht, wie die Dinge in der Ukraine abgelaufen sind, da reichen die Fakten aus westlichen Medien, da braucht man keine russischen Berichte, dann bricht das Narrativ zusammen. Und das würde dann bedeuten, dass alle Parteien im Bundestag aus der AfD, dass auch sie vollkommen unglaubwürdig sind. Und dann steigt die AfD auf über 40%. Dem läuft aber genau die Positionierung der AfD entgegen, permanent von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu sprechen, felsenfest und differenziert, wie es die anderen auch tun. Außerdem ist der Slogan »Unser Land zuerst« aus meiner Sicht sehr schlecht gewählt. Weil »Unser Land zuerst« suggeriert, es wäre gut, die Sanktionen und die Waffenlieferungen zu machen, es würde der Ukraine helfen. Der Ukraine wird überhaupt nicht geholfen, wenn der jetzigen Führung der Ukraine geholfen wird. Weil die Führungen seit 2014 steuern die Ukraine in den Abgrund. Sie schaffen keine Zivilisiertheit und Demokratie, sondern genau das Gegenteil. Und das Schlimme ist, dass Maischberger und alle Gäste wissen das auch ganz genau. Es ist aber natürlich zu sagen, dass nachdem man Interviews gesehen hat, ist es immer leicht zu sagen, wie man es hätte besser machen können. Es war natürlich so, sie kamen schon in Schleudern, als dann Maischberger permanent gefragt hat, wie soll man verhandeln? Verhandlungspunkte sind beispielsweise, dass die Ukraine das Waffenstillstandsabkommen, das 2019 aufgekündigt wurde, wieder einhalten soll, den Ostukrainern föderale Rechte eingestanden werden sollen, sie gut behandelt werden sollen, sodass es eine Perspektive für die Ostukrainer in der Ukraine gibt. Und natürlich, dass die Ukraine neutral bleibt und in kein Bündnis geht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt.